Herr Schröder, das war heute ein Spitzenspiel, in dem Sie lange, lange Zeit zurückgelegen haben und für ein ganz dramatisches Ende gesorgt haben. Zum Schluss hat es mit einem Tor nicht gereicht. Wie haben Sie das Spiel erlebt? Ja, ich denke, dass wir bei Großteil der Zeit war der Gegner besser, muss man sagen. Deutschland ist Schweiz besser von der Spielanlage her. Wir haben natürlich auch in allen Mannschaftsteilen, muss man sagen, haben wir heute nicht am Limit gespielt. Und deswegen geht der Sieg auch insgesamt in Ordnung. Ja, also wir sind wirklich zu spät wach geworden. Muss man einfach so sagen. Ist am Ende, auch wenn es ärgerlich ist, ich glaube natürlich, dass die letzte Situation 7 Meter ist, kann man, glaube ich, zweigeteilter Meinung sein. Am Ende kann man das aber so vertreten, das Ergebnis. War das schon ein großer Schritt dahingehend, dass das Meisterschaftsrennen spannend bleibt? Ja, ich denke, ich habe auch mit dem gegnerischen Trainer gesprochen. Ich denke, dass die Meisterschaft nicht jetzt entschieden wird, sondern tatsächlich erst ganz spät in der Rückrunde, da zwischen den 3, 4, die oben stehen. Und dass man dann vielleicht auch einfach die weniger Punkte lassen, bei den Nicht-Titelaspiranten sozusagen. Ich glaube, darüber wird sich entscheiden. Und wir machen jetzt weiter, wir haben eine super Hinrunde gespielt. Ich finde es gut, dass wir so zurückgekommen sind. Die Mannschaft hat wirklich gut gekämpft. Das zählt am Ende. Haben Sie vielen Dank. Ich wünsche Ihnen weiter viel Erfolg. Sehr gerne. Herr Risch, Sie haben sich heute beim Tabellenführer den Tils Löwen einen Sieg mit einem Tor Vorsprung erkämpft, wobei es zur Pause eigentlich so aussah, als ob der Sieg nie in Frage geraten könnte. Ja, das ist richtig. Wir haben deutlich geführt eigentlich das ganze Spiel bis zur 50. Minute. Ich muss auch sagen, bis dahin haben wir die beste Saisonleistung gezeigt. Tils Löwen war eine ganz, ganz starke Mannschaft, sowas von spielstark. Und dementsprechend war für uns selbst zur Halbzeit ein bisschen überraschend, dass wir so deutlich geführt haben. Aber ich denke mal, ausschlaggebend war heute unsere Abwehr, die überragend gearbeitet hat. Und gut, zum Schluss fehlten dann so ein bisschen, kamen die Nerven dazu, die Kraft fehlte so ein klein bisschen. Und Tils Löwen hat mit 2, 3 schnellen Toren Floh gekriegt und dann wurde es nochmal eng. Überragende Leistung vom Torwart? Sehr gute Leistung, aber ich möchte eigentlich den Torhüter mit der kompletten Abwehr loben, weil die Abwehr heute so stark gestanden hat. Wir haben eine gute Abwehr, das wissen wir, aber das war heute so ein bisschen der Schlüssel, um Tils Löwen auch den Zahn zu ziehen. Wer wird Meister in dieser Saison? Das weiß ich nicht. Wir sind froh, dass wir das jetzt, wir hatten einen Ausrutscher dabei. Wir sind froh, dass wir das jetzt wieder ein bisschen enger gemacht haben da oben. MTV wird sich freuen, glaube ich, über das Ergebnis. Und das wird, ich glaube, es wird sich nachher entscheiden, wer gar nicht mal in den Spitzen spielen, sondern es wird darum gehen, wer nachher gegen die anderen Mannschaften unnötige Punkte abgibt. Und da haben wir schon einmal gepatzt, das haben hat Tils Löwen noch nicht gemacht, deswegen war es natürlich heute sehr wichtig. In der Einschätzung sind Sie sich mit Ihrem Gegenüber vollkommen einig. Herr Schröder hat auch gesagt, also es wird sich gegen die Gegner entscheiden, die eben halt nicht im Titelrennen dabei sind. Ich sage vielen Dank, wünsche Ihnen frohes Weihnachtsfest, guten Rutsch. Wünsche ich Ihnen auch. Danke. Wir sehen uns im neuen Jahr. Gerne. Danke. Tschüss. Dankeschön. Tschüss.